Tarnung an. Problem ist, dass ich jetzt nicht an dem vorbeilaufen kann. Übrigens ein Erfolg dafür, wenn du ein Vampirnest schaffst, ohne einen Vampir zu töten. Das geht bestimmt, man muss nur wissen wie. Na, Herz in Sicht. Vernichten. Bin dann mal weg. Ich hab gleich keine Munition mehr, wenn das weiter so geht. Ach, nicht dein fucking Ernst jetzt, das weiß ich nicht, wo der scheiß Ausgang ist. Verziehen wir uns! Oh mein Gott! Ja. Aufstieg, yeah! Immerhin hier so schönes. Ich habe ja keine Verbündete, deswegen ist es egal. Rotflinte wäre natürlich auch nicht schlecht, weil die haben wir ja auch im Endeffekt. Adlerauge weiß ich nicht. Mich interessiert das irgendwie nicht so. Adlerauge, ich glaube, ich wollte auf Stealth gehen, glaube ich, ne?
Ja, jetzt muss ich die blöden Dinger suchen. Ist das nächste. Schlüssel. Das heißt, hier müsste irgendwo da liegen, der den Schlüssel hat. Einmal zahlen bitte. Oh. Ja, wenn man halb 10, 10 Uhr aufsteht oder halb 11, dann ist er ja immer noch genug. Ich hab ja danach Spätschicht, deswegen lasse ich den Wecker ja so eingestellt. Einer von uns ist das am stimmt. Boden!
Immer schneller runterfallen. Hätte die einfach irgendwo abgeworfen oder was? Der Letzte. Ach nee, jetzt kommt dieser fucking Turm. Dieser Overpower-Tank, der da so viel Damage macht und du so viel reinballern kannst. Du, wo bleibst du denn? Ja, es ist momentan so der Butcher in Diablo 4, der mich ja auch mehrfach gekillt hat. Ist ja auch schon mal weg. Mit den Feinden geht das halt relativ einfach. Gleich Boss bekommen. Ja, EPD, weil ich was bestellt hatte. Machen für die Brille. Und sauber machen.
Wie willst du nicht noch anfangen? Wo ist der, den ich brauche? Tarnung an. Der Gast geht denn. Ach, Kind, komm raus. Alle zu Staub zerfallen. Hier hat er gewohnt, bevor er ein Blutsauger wurde. Wir müssen nur den richtigen Ort finden, um zu läuten. Ist er. Beenden wir das.
nicht alles mit euch bereden, aber ich wollte euch so schnell wie möglich treffen. Du wirkst aufgeregt. Gibt es einen Grund? Ich kenne dich, Elias. Hast du was gefunden? Was Neues? Nach dem Ayahuasca? Transzendenz. Wovon zur Hölle? Parabiotische Verjüngung. Ich wusste es, ich wusste es. Was hast du? Gateway, sagtest du? Darüber wolltest du mit uns reden? Deine neueste wirre Idee? Wenn Elias eine Tür öffnet, gehst du durch. Ich erkläre es euch im neuen Büro. Es gibt da zwei besondere Zwillinge, die ihr kennenlernen müsst. Mit eurem Fachwissen kann Aeon etwas Außergewöhnliches erreichen. Ich frag mich, was das Gateway ist. Ich frage mich gerade, ob ich da wirklich runter muss. Er ist deinem Ruf gefolgt. Du hast sein Werk gestört. Der tat weh. Oh mein Gott, ich hatte ihn fast.
Du Scheiße, der wirft dir das Ding an. Oh mein Gott, ich kann mir nicht weg. Fick dich doch, das gibt's doch gar nicht. Wo soll ich mich denn verstecken vor dem? Bin ich kaputt? Ich hab keine Möglichkeit, mich nachher zu heilen. Er macht doch einfach ein Damage, das ist brutal, ey. Das ist brutal. So, hier habe ich eine Heilungsmöglichkeit. Medizin. Papiert, ja. Gar nichts. Kein Damage mit der Waffe machen, das ist so ein Witz. Ah,
Wieso habe ich keine Heilungssachen mehr? Was soll denn der Scheiß? Wow, ich hab noch zwei Stück. Als ob er mich durch das Ding trifft. Ich krieg auch keine weißen Kugeln. Oh, nicht schon wieder. Ich krieg auch nicht diese weißen Dinger, nix. Und ich mache auch keinen Damage großartig an den. Ich kann nicht mal was gegen diesen scheiß Dot machen. Och nein, er muss nachladen. Keine Scheiße, ernst jetzt. Eddie ist aber verkackt, der hat dich runtergestellt. Ja, transzendier das. Oh, was für ein scheiß Boss, ey. Der war echt übel. Also Multiplayer ist das bestimmt einfacher. Ja. Könnte DPD sein.